Beamen nachher, ne? Ja, Leute, hier, hallo nochmal bei Stream Beam for Global Change, supported by Castor TV. Wir sind hier immer noch an der Eastside Gallery. Ich habe mich jetzt mal so ein bisschen aus der Meute herausgeschlichen, sozusagen. Ich weiß nicht, wie jetzt die Übertragung ist. Ich schätze mal genauso miserabel wie beim letzten Mal, weil ihr, weiß ich nicht, geschätzte Tausende von Handys irgendwie auf Sendung sind. Deswegen ist die Übertragung übers Internet halt auch ein bisschen schwierig heute. Na gut, ich sage euch aber schon mal an, morgen gibt es einen ganz astreinen Stream von der spanischen Botschaft um 16 Uhr, aber auch nur für die Leute, die nicht kommen können. Ne? Der Rest kommt aber mal zack, zack, morgen dahin. Danke. Ja, Leute, so wie es aussieht, der Track setzt sich hier weiter in Bewegung. Ich gehe einfach mal da in die Richtung zu der Mauerlücke. Wahrscheinlich wird es dann da noch kleine Ansprache, Anrede geben. Jetzt kommen hier massiv Leute irgendwie. Jo. Ja, und der Chat ist leider hier disconnected, muss ich sagen. Also wenn ihr mir irgendwas hier durchgeben wollt, ob kein Bild oder kein Ton, kommt nicht an. Versucht es trotzdem weiter. Ich versuche auch weiter, hier wieder in den Chat zu kommen. Ja, wir sind hier in Berlin an der Eastside Gallery. Streambeam for Global Change, supported by Castor TV. Hier direkt, ja, wir hatten gerade schon mal diesen David Hasselhoff oder so, aber das ist ja wirklich, also ein Gequetsche, ein Gequengel und Gedrängel da. Einfach nur für diesen Mann, weil der so wichtig ist oder weiß ich nicht, weil er Looking for Freedom singt. Aber das kann er ja mal machen. Ich hätte mir nur gewünscht, dass die ganzen Medienvertreter auch an dem Tag da gewesen wären, als sie das Stück aus der Mauer gefräst haben. Da war nämlich keiner zu sehen. Drei Tage später hat dann NTV hier irgendwie übernachtet, sogar in einem Auto, damit sie nichts verpassen. Ja, die Bilder gibt es natürlich nur exklusiv auf Castor TV. Das war eine alte Sonnenbrille. Ist das so schlimm? Ich weiß nicht, Daniel hat die Sonnenbrille berührt. Markus, bleib mal kurz stehen. Ich hab den auch für den Wagen reingeholt. Ich fahre jetzt einfach nochmal mit euch ein Stück vor zur zerstörten Mauer. Da wird denn noch was sein. Wie ist denn? Ja, ich werde vorne zu der Mauerlücke und mich dann an die Laterne stellen, um ihn zerquetschen. So leicht. Wir werden auch nicht kriegen, wir werden leider nicht die Situation und die Möglichkeiten für euch auch, dass wir uns alle sehr, sehr freuen, dass wir uns auch wieder mit der Zeit verbinden.
Da scheint wirklich der ganze Fanclub von David Hasselhoff angetreten zu sein. Die schieben da jetzt die Poster hoch und so weiter und so fort. Ja, also so einen Polizeischutz hätten wir gerne auf jeder Demonstration für jeden Lautsprecherwagen. Schönen Dank dafür. Ja, der Castor TV ist auch wieder da, logisch. So, ich werde euch gleich mal das Gedränge zeigen, was hier herrscht. Für alle, die es vorhin vielleicht nicht mitbekommen haben, die Berliner Mauer ist nicht einfach nur irgendein Stück Beton, wo manche Leute behaupten, reißt die Scheiße ab, braucht kein Mensch. Die Mauer hat für uns nicht nur eine emotionale Bedeutung, sondern hat direkt mit der ganzen Identität Berlins und Deutschlands zu tun. Ich bin 1989 geflüchtet mit meiner Mutter und mit meiner kleinen Schwester. Und ein bisschen schwer hier davon zu erzählen. Ich weiß auch nicht, ob das irgendjemand interessiert. Ich weiß halt nicht, ob man nicht doch lieber David Hasselhoff hören wollen würde. Hier eine Durchsage von den Sicherheitsleuten. Hinten mit dem Druck bitte aufhören, hinterm Wagen. Bisschen lockerer werden. Wir fahren hier noch eine ganze Weile. Jeder kann seine Fotos machen. Jeder kriegt sein Foto. Jeder kriegt sein Motiv mit David. Entspannt euch. Nicht, dass sich jemand wehtut. Okay? Ich möchte mich nochmal bedanken für eure Aufmerksamkeit und ich möchte an euch als Berliner appellieren, dass ihr euch einmal mit uns freut. Natürlich über The Hoff, aber andererseits bitte daran denkt, dass wir ein wichtiges Anliegen haben, das tatsächlich unsere ganze Stadt betrifft. Wir wollen in 100 Jahren hier kein Wohnhaus haben. Wir wollen hier eine öffentliche Nutzung für die Fläche vor und hinter der Mauer haben. Das ist ein wichtiger Ort, gelebte Geschichte. Das ist auch noch ein schöner Ort am Wasser, natürlich. Deshalb wollen ja Investoren viel Geld bezahlen. Das Grundstück ist verkauft. Uns wurde aber auch vorgelebt, und zwar mit dem Beispiel an der Bernauer Straße, dass es möglich ist, Grundstücke zurückzukaufen. Okay, David gibt eine Durchsage. David, everything okay? Ah, super. David sagt, alles ist klar und er genießt es sehr mit euch. Und es tut mir leid, ich will jetzt auch nicht der Runterbringer sein, aber es besteht ja irgendwie seit sehr vielen Jahren das Gerücht, dass David selbst denkt, dass er mit seinem Auftritt an der Mauer die Mauer zu Fall brachte. Dem ist nicht so. David weiß das natürlich. Ja, und auch wenn er hier und da der Verdacht ist eines gewissen Honk-Potenzials, dem ist wirklich nicht so. Und ich habe mit ihm gesprochen und David unterstützt uns. Er hat seinen Flug allein bezahlt. Und ihm ist es wichtig, dass wir hier darauf hinweisen. Wir sind jetzt an dem Loch der Mauer. Leute, guckt euch das an. Guckt euch das an, wie das aussieht, wenn die Mauer auseinandergenommen wird. Ja. Okay, hier hat es alles seinen Anfang genommen an diesem Loch. Hier soll das Haus gebaut werden, was wir nicht hier haben wollen. David, that's the hole where everything started. Yeah. So, this is the point when 6,000 people demonstrated the first time early morning when the truckers... When the trucks were coming to tear down this wall, 300 courageous people stopped illegally this wall tearing down. And David! Hello! Gegen die Leute stemmen irgendwie. Ja, kann man ja auch noch vorne machen. Sehr gut.
Ich möchte die Gelegenheit kurz mal nutzen, euch ein Update zu geben, was jetzt hier der Sachstand ist. Der Investor, der hier das Hochhaus bauen will, versucht sich gerade mit dem Investor, der da das Hotel bauen will, zu einigen, dass man gemeinsam eine Zufahrt über den Durchbruch da vorne erschließt. Dazu muss die Mauer an der Stelle nochmal um 6,5 Meter aufgerissen werden. Aber der Investor hier, der das Hochhaus hier bauen will, wird weiterhin das Recht haben, jederzeit, wann er sein Gebäude alleine erschließen will, die Mauer wieder abzureißen. Das hat sich bisher nicht geändert, obwohl er Wovereit gesagt hat, dass er sich jetzt für den Erhalt der Mauer einsetzt. Unsere Bitte ist, dass Herr Wovereit sich mit beiden hinsetzt und versucht herauszufinden, ob die beiden auch über Ersatzgrundstücke glücklich wären und ihr wahnsinniges Vorhaben hier beenden. Wir möchten, dass die Stiftung Berliner Mauer dieses ganze Stück in das Denkmalschutzkonzept überführt, was schon seit vielen Jahren beim Senat vorliegt. Dr. Professor Klaus Meyer von der Bernauer Straße sucht den Kontakt zum Senat seit vielen Jahren und mit unserem Druck haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass hier ernsthaft jetzt darüber geredet werden könnte, so wie vor einigen Jahren die Bernauer Straße unter ähnlichen Umständen kurz vor Baustart gerettet wurde. Das ist hier möglich. Noch eine Sache, der Investor hatte nach unserer sehr schönen Demo, Sonntag von vor zwei Wochen, angekündigt, einen Baustopp bis zum morgigen Tag einzuhalten. Das hat er nicht gemacht. Er hat gleich an dem kommenden Montag darauf mit Bauarbeiten auf seinem Gelände angefangen. Das kann ich mir genau anschauen, was du noch los ist. Früher waren die Menschen froh, wenn die Mauer gefallen ist. Heute wären wir froh, wenn diese Mauer genau dieses Stück stehen bleiben würde. Genau dieses Stück, damit eben keine Luxuswohnung auf dem ehemaligen Todesstreifen gebaut werden könnte. Ich weiß auch nicht, ob ich mich wohlfühlen würde, wenn ich dort wohnen würde, in so einem Luxuswohnhaus, wo ich weiß, aha, da sind mal ein paar Menschen an der Mauer gestorben, weil sie von der Unfreiheit die Freiheit wollten oder andersrum, wie auch immer. Vielleicht kann ich da anfassen. Glühwein. Hier gibt es übrigens Glühwein. Kleine Speck. Es muss ja auch nochmal erwähnt werden, dass hier behauptet wird, man müsse den Privatinvestoreninteressen frönen, um die Stadt nach vorne zu bringen. In Wirklichkeit wird hier verhindert, dass die Stadt Geld verdient, weil dann, wenn keine Touristen mehr kommen, ist der größte Einnahmefaktor der Stadt dahin. Und deshalb ist es eine Milchmädchenrechnung zu sagen, dass die Stadt Geld verdient, wenn hier solche Gebäude hinkommen. Im Gegenteil, dadurch verliert die Stadt an Charme, an Anziehungskraft und es kommen weniger Touristen. Das kostet Millionen und Milliarden, wesentlich mehr als der Rückkauf dieses Grundstückes. Das muss klar gesagt sein. Dieser Ausverkauf der Stadt muss aufhören, denn so kann es nicht weitergehen.